Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Embarcadero Germany. Ich darf euch alle begrüßen zu einem weiteren Webinar oder einer Webinaraufzeichnung. Neuigkeiten in 10.4 Red Studio Sydney, genau betrachtet Red Studio 10.4 Sydney, so war die richtige Reihenfolge. Hier geht es innerhalb von circa 20 Minuten um die Highlights der neuen VCL-Funktionalitäten mit Red Studio 10.4. Das beinhaltet natürlich Funktionalität von C++ Builder und Delphi, ist auf beide Systeme adoptierbar. Mein Name ist Matthias Eising und ich bin sogenannter Senior Sales Consultant, schon relativ lange dabei, bei Borland, bei CodeGear, bei Embarcadero. Kontaktdaten sieht man hier. Folien möchte ich eigentlich gar nicht zeigen, soll heißen, das ist an der Stelle auch schon soweit alles gewesen, was ich hier zeigen wollte. Ich gehe gleich in das Produkt rein. Ich nutze hier ganz normal macOS mit einer virtuellen Maschine, wo ich das Red Studio 10.4 installiert habe. Für alle die, die es interessiert, ich nutze VMware Fusion aus Gründen, wie man so schön sagt. Und da habe ich wirklich annähernd die hundertprozentige Performance, die ich an der Stelle auch erwarten möchte. Ja, was ist neu? Wir haben innerhalb von 10.4 Sydney relativ viel rund um High DPI gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt an der Stelle irgendwo eine Windows VCL-Formularanwendung habe, dann ist es an der Stelle so, dass die IDE im Idealfall immer noch auf einem Windows 10-System laufen sollte mit einer hundertprozentigen oder 125-prozentigen DPI-Einstellung. Ich habe jetzt hier 100%, das ist jetzt hier Full HD, wie man so schön sagt, und darunter läuft die IDE. Es gibt es allerdings viele Zielrechner, Kundenrechner, Rechner, die irgendwo im Produktivumfeld kreuchen und fleuchen, die mit Delphi C++ Bilder-Anwendungen ausgestattet werden, die vielleicht eine andere DPI-Einstellung haben. Dafür sind wir vorbereitet. Die Vorbereitung für die IDE kommt auch im Laufe der Zeit. Ich gehe mal davon aus, im Laufe dieses Jahres. Es ist gar nicht mehr so allzu lange her, dass also auch die IDE selbst dafür eingestellt ist. Aber meine Zielanwendung kann ich schon heute High DPI-fähig machen. Wie funktioniert das Ganze? Im Prinzip muss ich nicht großartig etwas beachten. Es gibt aber so ein paar kleine Pferdefüße, respektive auch Dinge, die ich an der Stelle beachten muss. Generell kann ich solche Anwendungen auch mit Stilen belegen. Ich habe jetzt hier in meiner Anwendung keinen einzigen Stil hier explizit ausgewählt. Das heißt, unter den Projektoptionen, dem Erscheinungsbild, kann ich hier weitere Stile auswählen. Hier sieht man auch schon einige Stile, die High DPI optimiert sind, noch weitere, die von Embarcadero kommen oder aber auch von einem Dritthersteller, DelphiStyles.com, die auch wiederum High DPI ausgewählt sind. Ich kann mir eine solche Vorschau einfach mal anzeigen lassen. Das ist jetzt ein dezentes Anthrazit in Schwarz mit blauen Buttons. Die kann ich jetzt hier mit hinzufügen und hier natürlich auch mein Standardstil, normales Windows. Aber ich könnte jetzt hier auch irgendwo, ich sag mal, Glow machen. Wie sieht Glow aus? Vorschau. Ja, schwarz und grau mit schwarzen Buttons, die dann allerdings in Türkis oder in Weiß hinterlegt sind. Gut, habe jetzt hier keinen Stil, kann es also soweit abbrechen, kann meine Anwendung starten. Alles soweit in bester Ordnung, sieht man nicht allzu viel. Beziehungsweise nur einen großen grauen Kasten. Jetzt kann es natürlich sein, dass auf dem Zielrechner irgendwo eine andere DPI-Einstellung ist. Nicht 100%, nicht 125%, sondern 200%, 4K-Monitor und so weiter und so fort. Dafür brauche ich einige Techniken, die auch das Red Studio, die Delphi und C++ Bilder mir in die Hand liefern. Eines ist zum Beispiel die sogenannte Image Collection. Steuerung Alt-P, damit gehe ich schnell in die Palette und wähle jetzt einfach mal Collection aus. Ah, da habe ich eine sogenannte T-Image Collection. Das ist eine Sammlung von Bildern. Bild 1, 2, 3, 4, die es auch wiederum in unterschiedlichen Auflösungen gibt. Einfach, zweifach oder anderthalbfach, zweifach. Das heißt 100%, 150%, 200%. Und hier kann ich jetzt Bilder wirklich hinzufügen. Hat man jetzt im Idealfall natürlich auch große Bilder. Das war auch schon in 10.3.3 so. Das ist eine Funktion, die aus 10.3.3 kommt. Werden die automatisch runterskaliert oder zum Beispiel auch in sogenannten Image-Listen, in Virtual-Image-Listen hier hinzugefügt. Ich möchte mal einige Bilder hinzufügen. Ja, was habe ich hier? Ich gehe mal in meine Demos rein. Da sollte es auch irgendwelche schönen
Icons geben. Icons an der Stelle, ja, ich bin Katzenfan, also nehmen wir hier jetzt an der Stelle einfach mal Katzen. Dann habe ich jetzt hier Auflösung 128 mal 128 Pixel. Ich könnte jetzt diese Katze auch wirklich nochmal in 64 mal 64 oder in 32 mal 32 oder in 512 mal 512 hier im unteren Bereich hinzufügen, solange es sich immer um diese orangefarbene rote Katze, bei Katzen sagt man, die Farbe ist rot, in dem Käfig handelt. Gut, könnte ich jetzt hier einzelne mal hinzufügen oder aber auch per Dateinamen getrennt hier automatisiert hinzufügen. Was bringt mir das jetzt? Hier habe ich erstmal eine Liste von Grafiken, relativ hochauflösend, 128 mal 128 Pixel. Diese Grafiken kann ich jetzt nun in eine sogenannte Virtual Image List benutzen. Virtual Image List hat natürlich eine bestimmte Auflösung, Höhe, Breite. Das heißt, Icons, die ich haben möchte in einer bestimmten Größe, 16 mal 16 Punkte, so ist es soweit eingestellt. Wo sollen diese Grafiken rausgezogen werden? Aus meiner Image Collection. Das heißt, die ganzen Grafiken der Katzen in 128 mal 128 werden heruntergebrochen. Wie werden die heruntergebrochen? Hier gibt es auch noch einen Interpolation Mode, den ich einstellen kann. Da gibt es verschiedene, um es hoch zu skalieren, runter zu skalieren, alles in bester Ordnung. Was habe ich jetzt hier? Die Image Collection soweit mit hineingenommen. Autofill gibt mir jetzt automatisch 15 verschiedene Icons in dieser Auflösung an. 16 mal 16, 24 mal 24, 32 mal 32 und 48 mal 48. Warum? Er hat jetzt hier diese Standardauflösung, die angefordert wurde, für 100% umgerechnet in 16 mal 16. Das heißt, meine Katze in der Box wurde von 128 mal 128 wurde runtergerechnet auf 16 mal 16. Dann gibt es noch einen 24 mal 24, Faktor 1,5, 32 mal 32, Faktor 2, also im Prinzip 200% und dann nochmal 48 mal 48. Die hat er jetzt an der Stelle dynamisch hoch beziehungsweise runtergerechnet, kann ich jetzt natürlich benutzen. Ja, ich weiß, das hatten wir alles auch schon mal in 10.3. Nutze einfach mal eine neue Toolbar, mach mal einen neuen Trenner rein und nochmal zwei neue Schalter und sage jetzt hier, diese Toolbar hat auch eine entsprechende Image Collection oder Image List von der Virtual Image List. Die werden jetzt hier mit reingenommen. Ich lege hier nochmal eine Schaltfläche rein, einen Button. Button kann natürlich auch wiederum Images haben, auch wiederum von der Virtual Image List und dann den Image Index. Dann sehe ich hier auch die 16x16 großen Bilder respektive Katzen und dann nehme ich mal hier einfach diese Katze. Kann das jetzt noch ein bisschen hübscher machen und ich kann jetzt an der Stelle auch mal simulieren, dass es skaliert wird. Das Ganze einfach mit Scale by zwei Faktoren, das Verhältnis der beiden Faktoren 1 zu 4 oder 2 zu 1 ist ein Vergrößerungsfaktor. Funktioniert soweit alles in bester Ordnung. Was jetzt neu in 10.4 ist, um einfach mal darauf zu kommen, ist ein Virtual Image. Steuerung Alt P, das heißt, ich gehe jetzt einfach mal auf die Virtual Image. Das ist im Prinzip wiederum auch die Möglichkeit, eine Grafik herauszuholen von einer Image Collection in einer passenden Skalierung. Und da wähle ich jetzt auch wieder einen Image Index aus. Ja, was haben wir jetzt hier? Eine spielende Katze oder eine Grafik ganz allgemein. Ich werde manchmal schon dafür verspottet, dass ich zu viele Katzen nehme. Egal. Lassen wir das Ganze einfach mal laufen. Ich habe jetzt hier 100%. Das heißt, hier oben habe ich 16 mal 16 Icons. Hier habe ich jetzt mein Virtual Image. Hier habe ich meinen Scale-By-Faktor. Und dann sieht man dann auch, wie die Grafiken hochskalieren. Klar, irgendwann ist dann auch von 128 mal 128 Schluss. Da wird dann ein bisschen unscharf, sage ich mal. Aber soweit alles in bester Ordnung. Auch diese ganz normale Toolbar, wenn ich jetzt mittlerweile bei 400 oder 800% bin, da werden die richtigen Grafiken rausgezogen. Eine schöne Neuerung, das kann ich natürlich auch für ganz normale Dinge benutzen, wie zum Beispiel eine Checkbox. Auch da haben wir im Hintergrund, ich mache jetzt einfach mal ein paar hier hinein, einiges im Hintergrund verbessert, was 10.4 betrifft oder aber auch zum Beispiel eine Radio Group. Da gab es auch Problematiken bei der Darstellung. Das heißt, wenn ich hier verschiedene Items drin habe, wurden diese Checkboxen oder diese Radio Einträge dementsprechend nicht unbedingt so besonders gut dargestellt. Das haben wir mittlerweile gefixt. Auch mit den passenden Stilen, 1, 2, 3, ich kann noch nicht mal mehr zählen.
Funktioniert das mittlerweile recht ausgezeichnet. Wie gesagt, ist jetzt nur eine Simulation. Die sind jetzt hier nicht so ganz richtig, aber wenn ich das wirklich auf dem richtigen Monitor fahren lasse mit 4K, mittlerweile machen wir es auch, verschiebe ich ein Formular von einem Monitor auf den anderen. Das heißt, ich habe irgendwo mehr Monitorsystem aufgebaut. Dann erkennen die Formulare auch mittlerweile, aha, das ist Monitor B, der fährt mit 175%, Monitor C mit 225, Monitor A mit 100%. Das skaliert sich mittlerweile die Anwendung automatisch. Wir haben noch so ein paar andere schöne Sachen mit dabei hineingebracht, wenn es jetzt da zum Beispiel mal geht um einen skalierten Grafiktreiber. Drawer, also ein Zeichner. Das ist jetzt hier ein Image und da sieht man eigentlich schon, ja, das ist ein bisschen pixelig, wenn man mal ein bisschen genau hineingeht. Aber man muss sich immer wieder vorstellen, wie groß das eigentlich ist. Und da haben wir mittlerweile auch verschiedene Möglichkeiten beim Zeichnen der Grafik. Und wenn ich die mal so direkt nebeneinander stelle, sieht man das eigentlich auch schon. Die Skalierung deutlich besser zu machen. Da gibt es entsprechende Graphic Drawer auf verschiedenen Ebenen, Direct 2D zum Beispiel. Oder sieht das halt eben wiederum so verpixelt aus mit dem entsprechenden WC Graphic Drawer oder der 2, ne? Direct 2D, sieht das doch schon alles relativ gut aus. Insbesondere, wenn ich das einfach mal vergrößere und Grafiken hier drüber skalieren kann. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um normale Images zu skalieren, um diese dann auch höher zu machen. Neu in der VCL ist auch, und das möchte ich auch kurz zeigen, die sogenannte Titlebar. Titlebar, die ist mehr ermöglicht. Dazu gibt es im Formular mittlerweile auch eine Custom Title Bar als Property, da kann ich sehr viel einstellen. Vordergrundfarbe, inaktive Farbe, für die Caption soll die Caption links, rechts, mittig ausgerichtet werden und so weiter und so fort. Auch möchte ich hier vielleicht eine bestimmte Höhe haben. Das heißt, möchte ich hier vielleicht noch sagen, ja, die ist vielleicht ein paar Pixel höher oder nicht. All das kann ich mittlerweile in einer Standard-Title Bar einstellen. Ist jetzt noch nicht so besonders viel, aber ich habe hier auch eine Komponentenmöglichkeit, die es mir ermöglicht, in diese Titlebar, und hier oben sieht man die ganz normale T-Titlebar, eine neue Komponente, Titlebar Panel, indem ich weitere VCL-Komponenten platziere, um hier auch wirklich umfangreichere Anwendungen zu haben. Ich kann die Menüstruktur da oben reinpacken. Das wird jetzt hier als Platzhalter im Formulardesigner genommen und zur Laufzeit in die echte Titlebar. Und es ist wirklich die echte Windows-Titlebar, nicht wie wir bei 10.3 ein bisschen, ich sehe, will ich sagen, rumgefuscht haben, aber das irgendwo nachimplementiert haben durch entsprechende eigene Drawer-Klassen. Das wird wirklich in die Titlebar, die native Windows-Titlebar mit hineingebracht. Ist deutlich weniger flickerhaft und so weiter und so fort. Ob das jetzt schön ist, ob man das jetzt an der Stelle haben will, ob man hier vielleicht die entsprechenden System-Icons auch um eigene System-Icons erweitert, das liegt wirklich alles im Auge des Betrachters. Kann das natürlich hier auch noch individuell einstellen, wie ich das haben will. Hier sieht man auch, ist ein echtes System-Icon hier an der Stelle. Wie sollen die Buttons im System-Icon hier halt eben auch dargestellt werden? Kann man beliebig kustomieren, um seine Anwendung hübscher zu machen. Gut, kann man abends bei mir drüber diskutieren, ob das denn jetzt an der Stelle wirklich so erforderlich ist. Schauen wir uns einfach mal kurz an. Ich ändere mal einfach hier die DPI-Einstellung in der Hoffnung, dass das hier alles nachgenommen wird. Das ist jetzt hier also einfach mal bewusst auf 175% gestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das sehen können. Aha, und da sieht man dann auch, da gibt es noch ein kleineres Problem. Anwendung sollte wahrscheinlich wieder neu gestartet werden. Hier sieht man auch in der IDE, ist jetzt nicht so hübsch. Die Titlebar wird hier nicht größer gemacht. Aber hier prinzipiell Combo-Boxen, die werden automatisch skaliert. Auch die entsprechenden Checkboxen, die werden hier hochgesetzt. Aber hier diese Toolbar innerhalb der Titlebar wird nicht hochgemacht. Ist jetzt hier auch nur eine Simulation, müsste man auf einem echten 4K-Monitor oder entsprechend auch nochmal selber betrachten. Gut, meine IDE, die braucht ein bisschen.
Aber das geht mittlerweile deutlich schneller als 10.3. Gerade wenn ich irgendwo mit virtuellen Maschinen arbeite und das irgendwo in Fullscreen oder halt eben in normalen Modus geht, da habe ich schon einige sehr positive Erfahrungen sammeln dürfen. Das Ganze mit der Skalierung ist natürlich auch abgedeckt über den Bitmap-Stil-Designer. Gehe ich jetzt mal hier in den Bitmap-Stil-Designer und mache jetzt hier einfach mal einen neuen VCL-Stil. Da ist jetzt nichts drin, sieht man aber auch hier, die Stile sind mit 100%, 150% und 200% auch mittlerweile hinterlegt. Also High DPI optimiert, wenn ich denn eigene Stile hier mit hineingebracht habe. Andere schöne Komponente, und darauf warten wahrscheinlich auch schon viele. Ups, ich gehe mal hier und sage eine neue VCL-Formularanwendung. Das alte möchte ich nicht speichern. Wir haben, und ich sage an der Stelle ganz bewusst, das ist noch eine Technologiestudie. So sagt es zumindest Microsoft, den neuen WebView 2 inkludiert. Was heißt das nun? Früher hatte man immer bekannt, man hatte hier einen Webbrowser, T-Webbrowser, den konnte ich hier in meiner Anwendung hier mit platzieren und damit arbeiten. Ja, alles soweit in bester Ordnung. Ja, was mache ich jetzt einfach mal? Setze mal hier rein, kann hier auch Anchors belegen nach rechts und unten, kann hier oben vielleicht nochmal ein Editierfeld reinsetzen, um irgendwo hin zu navigieren. Also hier auch nochmal eine Schaltfläche, einen Button mit rein. Alles soweit prima. Voraussetzungen und was das ist, komme ich gleich zu, aber das ist erstmal das, was man vielleicht von früher her schon gekannt hatte. Den setzen wir noch nach links und nicht nach rechts, alles soweit in bester Ordnung. Der Button heißt Button 1. Da sage ich jetzt an der Stelle vielleicht Webbrowser 1, da haben wir ihn. Da hat eine Methode namens Navigate und wo soll ich hin navigieren? Zu Edit 1.text. Gut, so habe ich einen Webbrowser soweit geschrieben. Wenn ich das Ganze jetzt kompiliere, basiert das hier auf dem klassischen, schönes Editierfeld, auf dem klassischen Webbrowser, das heißt hier dem Internet Explorer. Nicht mehr, nicht weniger. Top ist richtig, Right ist richtig, aber Bottom ist nicht richtig. Auf dem klassischen Internet Explorer mit all seinen Vor- und Nachteilen, die man dazu hat. Ich sag jetzt mal HTTPS, Doppelpunkt, Doppelslash, www.mbarcadero.com. Hab kein On-Change für das Editierfeld, sondern gehe jetzt hier auf diesen Button. Und da sieht man jetzt schon mal das erste Problem. Da kommen ganz, ganz viele Meldungen. Script-Error, Script-Error, Script-Error. Ich könnte jetzt auch den Webbrowser 1 silent gleich true setzen. Könnte man jetzt hier vielleicht auch nochmal machen. Dann wird das ein bisschen ruhiger. Webbrowser 1, Punkt, dicke Finger heute. Silent entspricht true, dass er mir diese Fehlermeldung nicht mal ausspuckt. Das ist der klassische auf dem Internet Explorer basierende T-Web-Browser. Mit dem kann ich ganz normal arbeiten. HTTP, Doppelpunkt, Doppelslash, www, irgendwas anderes, ohne jetzt Werbung dafür gemacht zu haben, gehe ich mal auf Heise. Lädt ein bisschen, wenn die Internetgötter mir wohlgesonnen sind, ja, bekomme ich hier meine entsprechende Webseite. Kann natürlich auch irgendwo lokale Dateien öffnen und so weiter und so fort. Internet Explorer ist für einige ein rotes Tuch. Will man nicht haben, kann ich nicht haben, ist so nicht so toll, ist halt eben ein relativ alter Standard, wird von Microsoft auch nicht mehr so weiter und so fort wirklich unterstützt. Das hat sich Microsoft oder das hat Microsoft auch gesehen und hat nun einen neuen Browser. Seit Windows 10 gibt es den sogenannten Edge-Browser. Der Edge-Browser, ja, der ist aber auch nicht so toll, hat Microsoft irgendwann mal festgestellt. Die haben wiederum einen neuen Browser zur Verfügung gestellt, der nennt sich auch Edge. Allerdings auf einer neuen Basis, auf der sogenannten Chromium-Basis. Chromium ist ein Open-Source-Projekt, was eine Browser-Implementierung darstellt und wird mittlerweile von fast allen Browsern intern benutzt. Ausnahme Firefox. Chromium wird benutzt, für zum Beispiel Safari, für Chrome, für Google Chrome. Wird aber auch benutzt innerhalb von verschiedenen Linux-Distributionen als Standardbrowser. Selbst Opera nutzt mittlerweile Chromium als Browser-Engine, als Basis unten drunter. Alles soweit prima.
Ja, aber wie kriege ich jetzt diesen Browser in meine eigene Anwendung hinein? Da gibt es ein paar Delphi-Projekte, die an der Stelle den Chromium-Browser schon hier mit hineingebracht haben. Das Problem ist allerdings, wenn ich meine Anwendung hier erzeugt habe und alles soweit fertig und ich lasse mir das einfach mal im Quelltext anschauen. Ja, habe ich jetzt nicht gespeichert. Gehe jetzt mal einfach in das Projekteverzeichnis. Dann habe ich hier unter Win32 Debug natürlich meine relativ großes Executable, weil Debug. Aber ich muss neben dem Executable noch für die Chromium Engine ein riesigen kleinerer Batch mit ausliefern. Was heißt das? Meine Anwendung, die vielleicht so ein paar Megabyte groß ist, wird auf einmal ziemlich viele Megabytes groß. Und im Notfall muss ich das Ganze auch immer aktualisieren. Microsoft hat das erkannt. Das gibt die Problematik, gibt es auch bei C Sharp, gibt es bei Visual Studio und so weiter und so fort. Die wollen über den sogenannten WebView 2 auch in Zukunft die Browser-Engine von Edge auf Basis von Chromium Anwendungen zur Verfügung stellen. Das funktioniert momentan nur im Canary Release von Microsoft Edge Browser. Ich habe hier den Microsoft Edge im Canary Release, das deswegen steht da auch CAN. Das ist ein sehr, sehr regelmäßig aktualisierter Browser. Und wenn ich mir das einfach mal anschaue, ups, ich gehe mal hier nicht in den Store, sondern wie war das mit Alt-rechter Maustaste oder mit Shift-rechter Maustaste? Zumindest muss ich mir irgendwo das mal anzeigen lassen. Dann gehe ich halt eben über den Task Manager. Ich will mir nämlich anzeigen lassen, wo ist dieses Ding jetzt hier installiert. Und da sehe ich jetzt hier auch den MS Edge. Das ist jetzt hier schon der richtige. Und da kann ich einfach in den Dateipfad hineingehen. MS Edge sehe ich hier, ist nur ein kleiner Loader. Der wird hier ganz normal in meinem User-Verzeichnis unter App Data Local Microsoft Edge SXS Application installiert und darunter natürlich auch die entsprechende Technologie. Und da gibt es ein Executable MS Edge WebView 2.exe. Das stellt die Funktionalität schon zur Verfügung. Der normale Edge macht das noch nicht. Es kann nur das Canary Release. Kann ich mir das auch nochmal hier anschauen? Ja, gehe ich einfach mal hier rein. Da sollte es auch den entsprechenden Edge Browser geben. Ich könnte ihn. Ne, den habe ich ja gar nicht installiert. Ha, ich habe hier nur den Canary Release installiert, MS Edge. Sonst aus dem Programmverzeichnis wäre halt eben der WebView nicht dabei. Damit ich das allerdings nutzen kann, muss ich auch noch die entsprechende DLL laden. Das kann ich aus dem Get It Package Manager. Die gibt es normalerweise innerhalb der Visual Studio Welt unter NuGet. NuGet ist deren Packaging-System. Wir haben hier Get It und hier sage ich einfach mal WebView und suche hier nach dem WebView und da finde ich auch den Edge View 2 SDK. Das ist alles noch in Beta. Microsoft will das irgendwann mal abschließen. Dann wird der Edge mit der Funktionalität ausgeliefert, also der Standard Edge. Das Ganze funktioniert dann auch auf jedem Zielsystem. Ist eine Technologiestudie. Braucht man eine relativ aktuelle Version? Wir bieten hier die passende Version an. Und was heißt das nun in meiner Anwendung, um hier mal langsam in die Pötte zu kommen? Ich habe hier neben dem entsprechenden Internet Explorer oder dem entsprechenden WebView 1 auch noch eine Komponente, die nennt sich Edge Browser. Die kann ich hier auch mit hinzufügen. Ich setze sie mal beide so daneben. Sieht auf den ersten Blick ja, relativ unspektakulär aus. Statt einem weißen Rahmen habe ich hier einen grauen Rahmen und kann natürlich auch hier sagen, das Ganze soll einfach mal zu beiden gehen, also auch zu meinem entsprechenden Edge Browser 1. Da wollen wir jetzt natürlich auch hin navigieren und zwar am besten hier zur gleichen Adresse. Steuerung C, Steuerung V. Ich bin ein tippfauler Mensch. Starte das Ganze mal. Ja, jetzt kann ich die natürlich nicht irgendwo vergrößern oder verschieben, weil die Anchors hier nicht mehr passen. Sagen wir mal wieder https://www.embarcadero.com und klicke jetzt den Button. Wartet. Ja,
Ist der eine schneller, ist der andere schneller? Aber man sieht, und das möchte ich hier an der Stelle einfach damit ausdrücken, da gibt es schon gewisse Unterschiede, wie das hier dargestellt wird. Natürlich habe ich hier auch das entsprechende andere Kontextmenü. Im Allgemeinen ist der Edge-Browser hier deutlich besser. Hier muss ich noch ein paar Cookies akzeptieren. Hier könnte ich mit meinen Kollegen sprechen und so weiter und so fort. Der Browser ist jetzt hier natürlich mit Menüzeile bisschen übersichtlich. Hier im Internet Explorer geht aber gar nichts. Glauben Sie mal einfach, der Edge ist besser. Aber es gibt auch ein paar schöne Eigenschaften hier. Die normale Webbrowser-Komponente, der kann ich nämlich sagen, welche Engine sie benutzen soll. Select, wo war das jetzt hier? Wir sind hier richtig, genau. Selected Engine. Internet Explorer only. Ich kann aber auch sagen, Edge if available oder Edge only. Das heißt, ich müsste hier an der Stelle noch nicht mal unbedingt meine Komponenten umstellen, sondern kann mit dem ganz normalen Webbrowser arbeiten und hier dann auch weitermachen. Früher oder später sollte ich hier an der Stelle mal einfach was Sinnvolles hier in das Editierfeld vorbelegen. Im Notfall braucht er hier noch einen HTTPS-Vorschlag und so weiter und so fort. HTTP Doppelpunkt Doppel Slash, ja, sagen wir das einfach mal so. Und dann kommt es dann hier auch an der Stelle. Gut, auch wieder Cookies in der Auflösung nerven die an der Stelle einfach nur. Und ich habe diesen Edge-Browser. Ist eine Technologiestudie, ist aber durchaus geil. Warum ist es geil? Wenn es nämlich integraler Bestandteil des Betriebssystems ist, kann ich jetzt an der Stelle einfach meine Anwendung weitergeben. Weitergeben heißt an der Stelle, neben dem eigentlichen Executable muss ich nur die WebView 2 DLL weitergeben. Ich habe die WebView 2 jetzt an der Stelle nicht in meinem Projektverzeichnis, sondern ich habe sie einfach in das Windows-Systemverzeichnis kopiert. Ich mache jetzt hier momentan eine 32-Bit-Anwendung, also muss ich nach SysWoW 64 gehen. Da habe ich, das sollte relativ weit oben sein, die WebView 2 Loader hier mit hineingebracht und einfach mal reinkopiert. Das ist die 32-bittige. Unter System 32 WebView 2 Loader habe ich hier die 64-bittige installiert. Das macht nämlich im Prinzip alles, wenn ich hier über den Get It Package Manager hineingehe und nach der WebView suche. Die wird im Redistributable Ordner der Embarcadero Installation abgelegt. Viel mehr passiert da nämlich auch nicht. Das heißt, ich gehe Embarcadero Studio 21, nicht rechte Maustaste, linke Maustaste, Redist, das Verzeichnis wird nachher nämlich auch einfach geöffnet. Da habe ich unter Win32 hier diese Datei, die ja einfach reinkopiert worden ist, unter Win32 und Win64. Ich habe sie auf diesem System einfach mal in die System 32 und das ist WoW 64 reinkopiert. Dann steht sie allen Anwendungen zur Verfügung, normalerweise neben dem Executable Project 1.exe oder wie das auch immer heißen mag. Gut, was haben wir sonst noch? Wir haben natürlich unter der Haube auch noch viele Änderungen, gerade was HDPI betrifft, die ich jetzt an der Stelle nicht alle so zeigen konnte. Ich habe, ach, das war vorgestern relativ peinlich, mittlerweile auch hier eine richtige Seriennummer drin. Das heißt, hier steht natürlich auch, was in meiner Update-Subscription enthalten ist. Okay, es gibt einige Bonus-Packs, die kann man hier an der Stelle mit herunterladen. Das habe ich mittlerweile auch mit hingebracht. Also, Edge-Browser ist eine heiße Kiste für VCL, finde ich. Dauert natürlich noch. Microsoft müsste man fragen, wann sie es denn auch wirklich in ein Windows 10 System integrieren wollen, mit der WebView-Funktionalität. Aber hier und heute kann man das schon machen. Wenn man sich die Beispiele von C Sharp oder im Visual Studio ganz allgemein mal anschaut, deutlich komplizierter. Hier muss ich im Prinzip nicht viel machen. Wir haben die Titlebar, die echte native Titlebar von Windows mit inkludiert. Das haben wir auch innerhalb der IDE selber hier umgesetzt. Das heißt, hier mit den entsprechenden System-Icons, wo ich hier halt eben auch schnellen Zugriff drauf habe. Ich könnte Tabs und so weiter und so fort da oben mit reinbringen. Schöne Sache. Bei den Virtual Image List oder den Virtual, unter der Image Collection und auch neu, dann
Virtual Image und dem entsprechenden Stil-Editor haben wir nachgebracht. Ja, die IDE läuft noch nicht mit höherwertigen oder hochauflösenden Monitoren gut zusammen. Das wollen wir allerdings auch in diesem Jahr fixen. Und darüber hinaus für meine Zielanwendung kann ich wirklich darauf zugreifen, inklusive dem Stil-Editor, der es mir erlaubt, auch hier die 150 oder 200% Auflösungen umzusetzen. Alles prima. Unter der Haube gibt es natürlich noch einige Änderungen innerhalb der RTL, die es mir ermöglicht, schneller JSON zu parsen und zu verpacken. Wir haben auch nur Bit-Checking für entsprechende Bit-Streamer hier implementiert in der RTL. Aber hier sollte es innerhalb von 20 Minuten nur um die VCL gehen. Und damit bin ich eigentlich auch schon soweit fertig und würde mich jetzt den Fragen hier soweit widmen, wenn denn welche da sind. Aber davon gehe ich einfach mal aus. Gut, ja, schauen wir uns die Fragen einfach mal an. Alan Claudio Melo, Good Day from Brazil. Ja, deswegen bin ich darauf eingegangen, dass es hier ein deutsches Webinar ist. Okay. Und dementsprechend habe ich das auch nochmal gesagt. Bernhard Walter grüßt aus Tirol. Ja, Gruß zurück. Ich will hoffen, ihr habt ja schöneres Wetter als wir. Es sollte ja langsam mal Sommer werden, aber laut Wetterbericht nächste Woche wären es hier 32 Grad. Ja, da fühlt man sich doch zu Hause doch schon sehr wohl. Hallo aus Mainz. Ja, Mainz, ja, sage ich jetzt nichts als Eintracht-Fan dazu. Nein. Hallo, Herr Bauch. Hallo, Hartmut. Alles gut. Neustadt in Holstein. Prima. Gruß zurück, Volker Polas. Einen wunderschönen Nachmittag aus Neufahrn. Hier die erste Frage von Carsten Thomas. Wie gut funktionieren die High-DPI-Anpassungen bei bestehenden VCL-Anwendungen mit sehr verschachtelten Formularen? Radio Erevan würde sagen, im Prinzip gut. Die ehrliche, objektive Antwort ist, je sauberer Sie programmiert haben und je besser Sie dann auch schon jetzt hier und heute die Image Collection oder die Virtual Image List eingesetzt haben, desto besser kann das funktionieren. Im Idealfall ist es tatsächlich so, das, was da ist, funktioniert wirklich eins zu eins sofort, auch bei komplexeren Formularen. Im Idealfall funktioniert das auch mit Fremdherstellerkomponenten, wenn diese sich nicht 100% dagegen wehren. Also auch das kriegt man im Prinzip relativ locker durch. Sollte man natürlich testen. Ich will keine Garantie dafür geben, aber wir haben schon durchaus Kunden die Rückmeldung gegeben, minimalste oder sehr geringe Umstellungsaufwände. Und da sieht man auch an der Stelle früher oder später auch, ja, wo noch Icons fehlen. Wir sind auch selber gerade in dem Prozess, die IDE dafür vorzubereiten. Eat your own dog food mäßig wollen wir natürlich auch die IDE dahingehend bauen. Wir müssen neue entsprechende Image-Liste oder Virtual-Image-Listen dafür erzeugen, damit die Icons auch in allen Szenarien vernünftig dargestellt werden. Welche Fremdherstellerkomponenten gibt es da drin? Wie muss man das umbauen? Wir haben ja auch ein paar Fremdherstellerkomponenten. Gehe ich zum Beispiel mal in die Tools-Optionen oder Projektoptionen, hat man ja ab und zu so Listen, sage ich mal. Ach, wo finde ich jetzt hier einfach mal schnell eine? Spätestens irgendwo bei den Compilern. Ich gehe lieber in die Projektoptionen, da habe ich sie auf jeden Fall. Gehe ich mal in den Delphi-Compiler mit hinein. Da gibt es hier genau diese Struktur, das ist eine Fremdherstellerkomponente, die jetzt hier so aufgeklappt wird, eingeklappt wird. Die passt selber noch nicht. Da arbeiten wir momentan dran, um das Ganze auch hier wirklich so umzusetzen, dass es sauber passt. Muss man testen, muss man dementsprechend auch den Monitor dafür haben, um das Ganze mal auszuprobieren. Oh, jetzt kommt viel Text von Otto Hall Arnold. Die T-Dataset-Provider-Komponente besitzt eine Option PO-Retain-Server-Order, die Default auf False gesetzt wird. Damit übernimmt sie die Sortierung der Ergebnisse des SQL unabhängig von der Order-Clause des SQL-Befehls. In Kombination mit Subselect kommt es nun vor, dass das Ergebnis keiner Sortierung folgt. Frage: Ist dieses Verhalten bekannt bzw. in der neuen Version behoben? Ich habe es mal ganz bewusst komplett vorgelesen. Die kurze Antwort ist, weiß ich nicht. Es ist eine sehr spezifische Frage. Entweder selber ausprobieren oder unseren Support anschreiben. Kann ich jetzt aus dem Stegreif hier wirklich nicht beantworten. Tut mir leid.
Hier noch eine Ergänzung. Hier möchten Sie die Trial-Version von 10.4 Architect installieren und testweise in unsere Entwicklungsumgebung einbinden. Können wir anschließend einen Lizenzschlüssel für die Enterprise erwerben und diesen auf die Architect-Version anwenden, ohne neu zu installieren? Kurze Antwort ist nein. Von der Trial-Version zu einer Lizenzversion, gekauften Version, Vollversion muss man immer deinstallieren, neu installieren. Grund dafür, in der Testversion gibt es einige Komponenten nicht, aber die will man haben. Zum Beispiel die VCL-Quelltexte, in der Enterprise explizit auch die FireDeck-Quelltexte. Man will vielleicht auch die Kommandozeilen-Compiler haben. Diese sind in der Trial-Version, in der Testversion, in der laufzeitbeschränkten Version alle nicht enthalten, sodass man hier lieber deinstallieren, neu installieren kann, respektive muss. Ja, die ganzen Zusatzkomponenten, was kann man dafür machen? Dafür gibt es den Migration Assistant oder den Migrationsassistenten. Man kann sich die aktuellen Einstellungen über das Migrationstool, was man auch in der Projektgruppe findet, auch in der Projektgruppe der Testversion, kann man sich exportieren. Achten Sie bitte auch darauf, was Sie alles exportieren, importieren. Schauen Sie sich das vorher lieber mal an. Hilfedateien und so weiter und so fort. Gerade wenn ich versionsübergreifend von einer 10.1 auf eine 10.4 gehe, was theoretisch geht, werden vielleicht irgendwelche Hilfepfade falsch eingestellt. Aber die Installation, Konfiguration meiner Komponenten kann ich damit sichern und auch übertragen, ist eigentlich der valide Weg. Kurze Antwort ist, ja, ich muss neu installieren. Langer Weg ist, ja, ich muss neu installieren, kann aber die Einstellung behalten. Wie wird die DLL für Edge zum Deployment verlinkt? Kurze Antwort ist gar nicht. Die wird an der Stelle neben dem eigentlichen Executable hingelegt. Das heißt, den WebView-2-Loader, das ist eine DLL, die muss man mit weitergeben. Aber wie gesagt, ist momentan noch auf der Basis Technologiestudie. Microsoft fragen, wie das Deployment nachher aussehen wird. Kann sich alles noch ändern? Wir haben die Technologie schon mit inkludiert. Man kann sie hier auch schon nutzen. Es ist noch nicht für Produktivzwecke gedacht. So sagt das Microsoft auch offiziell in den entsprechenden Dokumentationen. Natürlich funktioniert es hier aktuell nur mit dem Canary Release vom Edge Browser. Damit disqualifiziert es sich schon. Auch die WebView 2, respektive der WebView 2 Loader, ist momentan eine Technologie. Studie, da kann sich noch einiges ändern. Ja, ist eine schöne Sache. Ich wiederhole mich da gerne, aber noch nicht für Produktivitätszwecke geeignet. Halbes Jahr, Dreivierteljahr, 3 Monate, 9 Monate. Ich weiß es nicht, wann Microsoft das umsetzen wird. Hürth bei Köln, ja, ist mir durchaus bekannt. Gruß zurück an Jörg Kühlheim. Hallo Herr Eising, ich weiß nicht, ob es jetzt Ihr Thema ist, aber verwenden die T-Chart-Komponente schon seit einigen Jahren und in Rio 10.3.3 war diese auch unter Android 64 freigeschaltet. In 10.4 finde ich diese nur noch bis Android 32. Mache ich was falsch? Möglich. Ich könnte es immer einfach versuchen auszuprobieren. Das heißt, das kann man aber tun. Ich mache eine neue geräteübergreifende Anwendung. Eine leere Anwendung sollte an der Stelle einfach mal reichen. Das alte möchte ich mal nicht speichern. Zielplattform sollte ich jetzt hier, holla die da, auch ein Android 64 oder ich gehe erstmal in ein Android 32 reingehen. Versuche jetzt einfach mal T-Chart aufzurufen und siehe da, es ist prinzipiell bei Android 32 da. Hier steht auch unterstützte Plattform. Aha, Android 32-Bit. Hier sieht man nämlich, wenn ich mit dem Mauszeiger da über diese Komponente hier drüber fahre, für welche Plattform das denn da ist. Und da sieht man jetzt auch an der Stelle, das ist nur Android 32-Bit. Soll heißen, wenn ich jetzt die Zielplattform einfach mal umschalte und nochmal T-Chart suche und es richtig tippe. Oh. T-Chart ist diese Komponente ausgegraut? Gute Frage. Mir einfach mal eine kurze E-Mail schreiben. Ich weiß nicht, ob Sie meine Kontaktdaten noch haben. Dann schaue ich gerne mal nach. Enrico Kitschke war das hier. Hier sollten Sie jetzt meine E-Mail-Adresse sehen. Muss ich mal gucken, ob das ein Problem ist.
Ob das gewollt ist oder das Absicht ist, habe ich auch noch nicht gesehen. Danke für den Hinweis. Hallo aus Moskau. Ja, Gruß zurück nach Moskau. Hier noch die vorerst letzte Frage. Wenn Edge nicht installiert ist, kann man irgendwie mit installieren und nur für unsere Projekte? Jein. Da gehe ich einfach mal in einen Browser meiner Wahl und sage jetzt einfach mal Chromium Delphi. Da gibt es nämlich ein schönes Projekt. Der sogenannte CEF Delphi ist now ein Open Source Projekt. Delphi, Chromium in Delphi einbinden. Das heißt, da könnten Sie rein theoretisch die Chromium Basis Engine, nicht den Edge, basieren zwar auf dem gleichen Basisquelltext, aber es ist eine andere Version. Microsoft Edge zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass Microsoft hier Synchronisations-Utilities für Microsoft-Konten mit hineinbringt. Noch ein bisschen Telemetrie hin, Telemetrie her, kann man genug lesen. Das ist im Prinzip Chromium in der Microsoft-Variante. Chromium mit ein wenig Beigeschmack, Zusatzgeschmack, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und es gibt den Basis-Chromium, da gibt es Projekte, die man in Delphi direkt mit einbinden kann. Das kann man natürlich in seine eigene Anwendung inkludieren. Da gibt es auch einige Diskussionen, hier zum Beispiel innerhalb der Delphi-Praxis dazu. Chromium Embedded nennt sich das, aber da muss ich wirklich so, ich weiß es nicht, 30, 35 Megabyte an Daten in meiner Anwendung mit weitergeben. Und aktualisiert sich der Chromium, weil irgendeine Sicherheitslücke gefunden worden ist und ich habe den in meiner Anwendung nicht so dermaßen abgeriegelt, wie ich möchte, dann habe ich ein Problem. Da muss ich nämlich auch wieder die 35 Megabyte nachschieben, muss das ständig nachpatchen, will man vielleicht nicht. Auch aus dem Grund ist der Microsoft Edge, der ja als Basis schon im Betriebssystem sein wird, Futur 2, sein wird, auch eine schöne Sache, weil ich brauche wirklich nur noch mein Executable, den WebView 2 Loader und das war es dann auch schon. Gut, aber wie gesagt, ist eine Technologiestudie, dauert noch ein bisschen und so weiter und so fort. Enrico Kitschke, ja danke, meldet sich und kommt dann auf mich zurück. Ja, hier nochmal der Kommentar aus Moskau von Oleg. Ja, das nutzen wir genau so schon lange. Okay, danke. Ja, also die Problematik ist bekannt. Edge ist halt eben oder wird in Zukunft auch als Standardbetriebssystemkomponente normalen Desktop-Anwendungen zur Verfügung gestellt. Wir haben das schon drin in Delphi und C++ Builder und damit ist es dann auch gegessen. Eine andere Frage kam halt eben auch relativ häufig in dem Kontext noch, kann denn der Edge, und das möchte ich mal eben kurz auch darstellen, auch zu lokalen Dateien hin navigieren? Da sage ich jetzt einfach mal, ich habe es heute mit den dicken Fingern. Edge-Browser, wie gesagt, das wird jetzt nicht schön. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Button und will einfach über den Button dahin navigieren. Da muss ich jetzt natürlich irgendwo zu einem Edge-Browser One Punkt Navigator zu einer HTML-Seite gehen, gucken, ob ich irgendwo eine HTML-Seite habe. No Domain. Ja, öffnen wir mal die. Da gehen wir mal mit dem Edge Canary drauf. Das ist einfach nur eine HTML-Seite, deren URL ich mir jetzt einfach mal hier mit reinkopiere. Nichts Sinnvolles, aber damit möchte ich einfach nur kurz zeigen, dass es auch prinzipiell damit geht. Das heißt, leerer Edge-Browser zum Navigieren zu dieser statisch vorhandenen lokalen HTML-Seite, ja, auch das geht. Dass hier ein paar Icons fehlen, das ist hier auch in dem Browser hier genauso. Kann der irgendwie per Druckauflagen plus? Nö, kann er nicht. Die Seite wieder .html, muss ich sie wieder öffnen. Was hatten wir jetzt hier? Die No Domain in Deutsch, ne? Load Error, No Domain. Da haben wir sie. Die möchten wir jetzt hier, ja, das ist hier genau das Gleiche. Hier nutze ich halt eben noch den alten Edge, hier nutze ich den in einer Browser-Anwendung. Sieht ja also fast genauso aus. Hat ein anderes Icon hier an der Stelle, aber im Groben und Ganzen ist das hier
genau die gleiche Seite. Dass hier vom Text ein bisschen anders ist, ist wahrscheinlich irgendwo daran, dass es hier eine andere Webseite ist. Das ist der Load Error. Ja, aber damit wollte ich darstellen, dass hier der Edge-Browser innerhalb einer Delphi-Anwendung, C++-Bilder-Anwendung auch lokale Dateien anzeigen kann. Hier von Markus Humm. Danke, Markus. Hallo, Markus. Ich habe TChat unter Android 64 gerade als ESP 29694 in qualityembarcadero.com erfasst. Ihr könnt ja dafür stimmen. Ja, danke, Markus. Was hier Markus gesagt hat, ist, es gibt im sogenannten Quality Central Portal, ich sage jetzt einfach mal quality.embarcadero.com. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier angemeldet bin. Nee, bin ich nicht. Kann mich jetzt hier natürlich kurz anmelden. Hier muss ich mich mit den passenden Daten anmelden. Bleib einmal kurz drin. Da hat Markus gerade eben gesagt, dass er das reingestellt hat unter dem 29694, dass es hier in Android 64 fehlt. Und da kann man jetzt an der Stelle auch voten. Ha! Gibt es schon den ersten Vote. Dann watche ich das auch nochmal. Dann kriege ich darüber Informationen. Gut, prima. Danke, Markus. Danke auch an den Rest der hier versammelten Menschen, Zuhörer, Teilnehmer. Keine weiteren Fragen mehr. Dann darf ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns wohlgewonnen. Abonnieren Sie den Embarcadero Germany Channel. Ihr Matthias Eising für Embarcadero Germany. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.